Hauptstraße 155 im Berliner Stadtteil Schöneberg. Hier lebt David Bowie von 1976 bis 78 in einer großen Wohnung im ersten Stock. Obwohl der britische Sänger nur 2 Jahre bleibt, ist das Haus bis heute eine Pilgerstätte für seine Fans. Vor diesem Musikcafé ganz in der Nähe halten manchmal mehrere Reisebusse täglich. David Bowie ist ein Superstar, als er im Spätsommer 1976 nach West-Berlin kommt. Gemeinsam mit seiner Frau und seinem damals 5-jährigen Sohn Duncan zieht er in die geteilte Stadt. Er ist ausgebrannt und braucht dringend eine Auszeit. Er kam nach Berlin, weil er einfach weg wollte. Weg von Los Angeles und dem Kokain. Ich glaube, ihm war klar geworden, dass er seine Gesundheit allmählich ruinierte durch den Drogenkonsum. Und auch, weil er das Gefühl hatte, dass man ihm in den USA das Blut aus den Adern saugte. Er kam nach Berlin, weil er davon weg wollte. Und er erkannte, dass er in Berlin einfach nur er selbst sein konnte. Was ich an Berlin so genossen habe, als ich hier in den späten 70er Jahren lebte, war die Anonymität. Niemand hat mich belästigt. Es war so einfach, ein ganz normaler Typ zu sein und um die Häuser zu ziehen. In seinem Buch über David Bowie beschreibt der Journalist Tobias Rüther dessen Berliner Jahre. In diesem Café in Schöneberg hat der Musiker Zeitung gelesen, gesessen, geraucht. Und sich vom wilden Nachtleben erholt, denn auch das kostet er aus. West-Berlin hat schließlich keine Sperrstunde. Er hat gerne also so Drag-Queens um sich drum zu versammelt und hat aber in erster Linie, glaube ich, sehr genossen, dieses Nachtleben, das, was los war in West-Berlin in der Zeit, was, glaube ich, damals in Europa so seinesgleichen gesucht hat. Die Berliner Szene hat auch was davon gehabt, dass so ein Superstar wie David Bowie hier war. Er hat Berlin auf die musikalische Landkarte gesetzt. Das ist sein Vermächtnis an die Stadt. Mit dem Fahrrad fährt David Bowie zu den Hansa-Studios im Stadtteil Tiergarten, nur 200 Meter von der Mauer entfernt. Im Meistersaal produziert er 2 Alben. Tonmeister Eduard Meyer erinnert sich. Ich habe gerne mit ihm gearbeitet. Er hat frei gearbeitet, ohne Konzept. Er hat zwar Skizzen gehabt für einen Song, aber der Song ist im Studio entstanden. Der Stil experimentell. David Bowie und sein Produzent Tony Visconti vermischen elektronische Klänge mit klassischen Instrumenten wie Klavier und Gitarre. So entsteht 1976 das Album Low. Kurz darauf folgt die Platte Heroes. Der Titelsong erzählt von 2 Liebenden, die sich im Schatten der Berliner Mauer küssen, während Schüsse über ihren Köpfen abgefeuert werden. Ein Song, der das Leben in der geteilten Stadt widerspiegelt. Den Text dazu schreibt David Bowie in wenigen Stunden. Bowie hatte Tony Visconti und Antonia Maas, die beide mit beschäftigt waren mit der Produktion, gebeten, ihn mal für eine Stunde oder 2 alleine zu lassen. Dann sind die beiden, also haben einen Spaziergang gemacht an die Mauer. Und Bowie ließ seinen Blick schweifen und sah die beiden, wie sie eng umschlungen dort lang gingen. Das hat ihn inspiriert für diesen Text. 2013 dokumentiert die große David Bowie-Ausstellung des Victoria and Albert Museum auch seine Berliner Zeit. Sogar der Hausschlüssel seiner Berliner Wohnung ist dort zu sehen. Wie wichtig Berlin für David Bowie war, zeigt sich auch auf seinem vorletzten Album 2013. Der Song Where Are We Now ist eine Hommage an die Stadt, in der er einige seiner produktivsten Jahre hatte.